Wir haben gerade festgestellt, man sitzt tief und es knarzt hier auf dem Sofa. Also wenn Sie irgendwelche Geräusche hören, das hat nichts mit unserer Verdauung zu tun, sondern ich glaube, das ist wirklich dem Sofa hier geschuldet. Man hat ein bisschen Angst, ob es aushält. Ob das mal Gewicht überlebt. Also es ist mutig, uns das Sofa zu überlassen, Herr Rück. Ja. Mein Gast, oder sind wir gegenseitig Gäste? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich befragst, aber vielleicht frage ich ja auch mal was, wer weiß. Also Dominik Kuhn, genannt Dodo Kai, der ein oder andere kennt ihn natürlich, hat was gemeinsam mit Loriot, denn er ist auch so ein Multitalent. Also er ist Comedian, er ist Werbefuzzi, er ist Kunstfilmer, er ist Sprecher, er war mal Techniker, ist es auch noch im Herzen irgendwie bis heute. Über diese Parallelität reden wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen. Wir sind beim Du geblieben, also in solchen seriösen Einrichtungen wie dem Haus der Geschichte, wenn man so Podiumsdiskussionen macht, dann sitzt man sich normalerweise zwischen Dr. Klöbner und Professor Müller-Lüdenscheid, aber Dodo und ich, wir kennen uns schon so lange und trotz der langen Zeit, dass wir uns kennen, mögen wir uns auch noch und deswegen bleiben wir beim Du. Das wäre jetzt für uns ein bisschen blöd, wenn ich jetzt Herr Kuhn zu ihm sagen würde. Herr Mohr. Ja, ich lasse jetzt die Ente zu Wasser. Ja, genau. Ja. Loriot wäre ja dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Sein Geburtshaus, wissen Sie vielleicht, am Eugensplatz hier in Stuttgart. Vorm Haus steht ein Denkmal mit einem Mops obendrauf. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, den kenne ich, ja. Loriot war ja irgendwie in Hunde ziemlich vernarrt. Er hat ja auch von ihm stammt ja auch der legendäre Satz: Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Ich kenne den natürlich, ich hätte den jetzt gar nicht. Ist ein Leben mit Hund für dich denkbar? Ja, jetzt muss ich ja wieder aufpassen, was ich öffentlich sage. Ich bin eher auf der Katzenseite, okay. Aber ich habe nichts gegen Hunde, aber ich habe gar kein Tier, weil das ist bei mir lebensumstandtechnisch nicht möglich, weil das wäre immer einsam. Das. Hattest du mal ein Tier zu Hause mit deinen Eltern? Ich habe aber, das auch nicht, das hatten wir nie, aber ich habe dreimal im Jahr eine Gastkatze, die heißt Wilma. Und die kommt jetzt auch wieder, weil die Familie, bei der die Wilma lebt, die gibt es ja immer mehr. Und dann läuft die Wilma bei mir mal im Büro rum, weil es ist schön groß und die freut sich, dass sie da ist. Und reagiert die auf dich dann? Ja, voll, ja? Die braucht Aufmerksamkeit. Also die Wilma ist eine alte Dame, aber wenn ich reinkomme, gleich mäh. Und wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann sitzt sie immer neben mir und will nichts. Ich denke immer, die will was, aber die will nichts. Und dann stehe ich auf und gehe ins Studio, dann dauert es 2 Minuten, dann taps, dann sitzt sie da neben mir. Das ist sehr nett. Also Katzen reagieren schon mal auf dich. Ja, ja. Wie reagieren denn eigentlich Menschen auf dich? Du bist jetzt nicht ganz unbekannt. Wenn du jetzt hier durch Stuttgart oder durch deine Heimatstadt Reutlingen läufst, wirst du erkannt? Sprechen dich Leute an? Mittlerweile ja. Also ich habe das Ganze angefangen 2006 auf YouTube und am Anfang kannte mich natürlich niemand mit diesem kryptischen Künstlernamen, den ich selber gar nicht kapiert habe. Und irgendwann mal so um die Jahrtausendwende, um die 2010er, wie sagt man, Jahrzehntwende, auch mit der SWR-Arbeit, mit der Arbeit beim SWR-Fernsehen, fing das an, dass mich Leute erkannt haben. Und jetzt vor allem die letzten 5 Jahre durch viel Live-Show und noch mehr, also oder anders gesagt, wenn du lange Zeit konsequent da bleibst und immer da bist, erkennen dich halt mehr und mehr Leute. Also deine Popularität steigt, wenn du jetzt irgendeinen Scheiß baust. Und mich erkennen tatsächlich Leute. Und was ich super interessant finde, ist an der Stimme. Also mir geht es eigentlich wie vielen Synchronsprechern. Also der Tom Hanks Synchronsprecher, der Arne Elsholz, der lebt nicht mehr, aber der hat oft gesagt, er wird beim Bäcker erkannt als Tom Hanks. Ja, ja. Und bei mir ist so, Sie sind doch der schwäbische Obama. Also das ist tatsächlich so, ja. Ja, ich wurde auch mal bei meinem Elektriker angesprochen und da wurde auch gesagt, ja, ich habe früher moderiert, auch im Radio, vielleicht wer das nicht mehr kennt, ich erkenne Sie an der Stimme. Und ich sagte, schön, Sie sind doch der Wolfgang Heim. Okay. Ja, gut. Okay, ja, hast du dann was gesagt oder nicht? Ich habe das schon aufgeklärt. Dann. Jetzt vor dem Haus von, also Geburtshaus von Loriot steht der Mops auf dem Denkmal. Wenn jetzt jemals, wenn du so berühmt würdest noch in der Zukunft und vor deinem Elternhaus ein Denkmal stünde, irgendwann mal, was wäre denn da oben drauf vielleicht? Ich hätte dich doch vorher fragen sollen, was du mich fragst. Ja, gute Frage. Also sicher kein Denkmal von der Wilma, weil das nicht meine Katze ist, aber wahrscheinlich müsste es dann bei mir eine Darth Vader-Maske sein. Ich meine, bin mit. Der erste Millionenklicker war ja eine Star Wars Synchro. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Also wahrscheinlich müsste es das sein. Ja. Wobei das ist so popkulturell. Also das fände ich unschön, wenn da jetzt ein Disney-Franchise als Statue vor meinem Haus stünde. Ja. Lass mich nochmal im Laufe des Gesprächs nachdenken. Ich frage dich nachher nochmal. Ja, genau. Loriot hat ja viele Klassiker
produziert. Also wir haben es gerade eben schon gesagt, Dr. Klöppner, Müller-Lüdenscheid, ich lasse jetzt die Ente zu Wasser oder sagen Sie jetzt nichts oder solche Sachen, das sind ja legendäre Sprüche. Würdest du denn sagen, dass jetzt, du hast angesprochen, der, ich glaube, das war dein erster Clip, der dann auch wirklich viral ging, war der, dieser, das virale Marketing im Todesstern Stuttgart, würdest du sagen, das ist schon ein Klassiker? Der Todesstern? Ja, ja. Ach so, so Sachen fragst du mich. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, sowas zu bewerten, weil jetzt will ich mich weder klein machen, aber ich will halt auch kein Großkotz sein. Aber ich höre schon, dass dieser, der Obama scheint klickmäßig mein größter Hit zu sein, Fahrräder im Hausgang. Der ist in vielen Kopien online, beim ARD, bei SWR, bei mir. Aber der Todesstern ist wohl der eine mit den meisten Klicks. Und ich höre immer wieder, das wäre es, also hat, das ist doch, das kennt man. Und er wird anscheinend auch ganz vielen Leuten gezeigt, wenn es darum geht, wie ist denn Schwäbisch, dann zeigen die den Leuten immer den Obama oder den Todesstern. Insofern scheint es ein bisschen ein Klassiker zu sein. Ja. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, also Dodokai hat, ist berühmt geworden, kann man sagen, im Internet, weil er eben Filmklassiker, Schnipsel oder auch aktuelles Filmmaterial auf Schwäbisch synchronisiert hat. Und das ist bis heute eigentlich so ein bisschen dein Markenzeichen geblieben. Ja, das ist tatsächlich so. Wobei es ja immer noch interessant finde. Ich finde es ganz toll, wie es dazu kam, dass eine Karriere als Dodokai draus wurde. Aber das Erste, was ich gemacht habe, es war Anfang 2006, da war YouTube gerade ein halbes Jahr alt. Es war nur aus Jux und Dollerei. Also wenn, das ist sogar so, wenn mir jetzt damals einer gesagt, also vielleicht kurz ausgeholt, ich habe damals viel Werbung produziert mit meiner Filmproduktionsfirma, ich hatte viel mit Sprechern zu tun. Das heißt, ich kann Tontechnik, ich kann schneiden, ich kann Sounddesign, ich kann so mischen und so. Und saß eines Dienstagmittags im Studio und dachte, jetzt synchronisierst du mal einen Ausschnitt Schwäbisch. Es war 24, hieß die Serie, so eine Anti-Terror-Serie. Und es wurde ein Hit. Und wenn du mir damals gesagt hättest, du, bei allem, was du machst, das wird jetzt eine Karriere, hätte ich gesagt, war im Leben nicht, aber das kam so. Hast du das einfach aus Jux und Dollerei gemacht damals? Oder? Nee, das gab sogar ein Motiv, das heute mir jetzt, was weiß keiner mehr glaubt, oder das hinterfragen die Leute natürlich nicht. Ich wollte nicht Comedian werden, ich finde es zwar toll, wahrscheinlich, das Objektiv habe ich vielleicht aus Talent oder so, aber da geht es nicht drum. Ich saß im Studio, weil mich Folgendes interessiert hat. Also ich habe zwar Werbung gedreht, aber ich wollte als Filmer mich schon irgendwann mal in den szenischen Film entwickeln, wie man da sagt, also Spielfilm und so. Und habe mich gefragt, gibt es denn eigentlich, ist es eigentlich möglich, einen schwäbischen Protagonisten zu haben, der nicht lustig ist? Weil wir wissen alle, klar, wir fanden alle der Bienzle toll und so, der war auch mal grob und so. Aber unterm Strich war der Schwab ja schon immer eher so ein Comedy-Element. Das ist ja auch bis heute nicht geklärt, die Frage. Und deswegen habe ich damals 24 genommen, da gab es einen Protagonisten namens Jack Bauer, das war so ein brutaler Terroristenjäger. Und da gibt es eine Szene, da verhört der ganz brutal einen arabischen Terroristen, um rauszufinden, wo die Atombombe versteckt ist. Und das ist überhaupt nicht lustig. Also ich habe das synchronisiert, der bricht dem Finger und habe dann halt auf Schwäbisch draufgeschaut, wo hast du die Atombombe versteckt? Und habe dann fest, ja genau, jetzt lachen schon die Leute. Also das ist an sich schon komisch. Aha. Und das ist ja auch, kann man jetzt viel analysieren, aber auch eigenartig. Und dann habe ich natürlich sofort gerochen, aha, das ist lustig. Und dann habe ich den Inhalt auch noch verändert. Also dann war der Jack Bauer, hieß bei mir Jürgen Bauer und war ein WG-Chef. Und dann, wieso hast du der Klodeckel jetzt runter gemacht? Und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen und es hatte zwei Wochen später 25.000 Klicks, was damals, also das hatte YouTube vielleicht 0,2% der heutigen Userzahl, dann war es ein deutschsprachiges und auch noch ein Dialektprojekt. Ich dachte, vollkommen, what? Und dann habe ich in loser Folge alle paar Monate noch wieder mal einen 24-Film gemacht und jetzt bin ich halt der Dodokai. Ja. Also der Hut und Mantel von Bienzle, der ist auch hier im Haus der Geschichte. Toll. Ich weiß gar nicht, wird der dauerhaft ausgestellt hier? Ich weiß gar nicht, ist er im Fundus, Herr Rück? Er war hier, gell? Und ist aber jetzt wieder in Fundus zurückgewandert dann, ja. Ich finde so Sachen so toll. Ich bin auch hier ganz sentimental, ist das echt das Loriot-Sofa, also nicht irgendein Fake. Ja. Toll, ja. Ist denn deiner Meinung nach Schwäbisch an sich witzig? Ich kann das nicht akademisch beantworten, weil ich mir da der Background dazu fehlt. Ich habe mich natürlich die letzten 15 Jahre aus beruflichen Gründen damit beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass Schwäbisch immer noch, ohne es zu wollen, irgendwie also sich sehr leicht für komische Sachen einsetzen lässt. Ich formuliere es mal so. Nicht, dass ich finde, dass Schwaben doof sind, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber dieser Sprache hängt irgendwie was an. Also ich schreibe jetzt auch gerade ein zweites und ein drittes Drehbuch,
für einen also auch mit schwäbischen Elementen einen Film, weil man das auch irgendwie von mir erwartet hat, der schwäbische Comedian, Filmer, also muss doch mal schwäbisch Drehbuch schreiben. Und ich stelle immer wieder fest, wie unglaublich gut sich das eignet für komische Typen. Aber ich finde, das ist jetzt alles Theorie, weil das ist noch nicht raus, kann niemand lesen, niemand sieht es, aber ich versuche gerade ein Drehbuch zu schreiben, wo einer Schwäbisch spricht, aber halt nicht lustig ist. Also der ist eine coole Birne und du sagst, okay, das ist wurscht, dass der Schwäbisch redet. Aber ich glaube, wir haben das noch nicht geschafft bis jetzt, behaupte ich mal. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal eigentlich mit Loriot-Sketchen oder mit Loriot in Verbindung gekommen bist? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Deswegen hat mich auch die Einladung so gefreut, weil ich dachte sofort, da kannst du auch was dazu sagen. Ich habe in der Schule in der Theater AG gespielt. Ich glaube, da war ich 12 oder 13 schon. Und das Erste, was ich in der Aula vom Bildungszentrum Reutlingen Nord gespielt habe, war auch lustig anscheinend. Ich habe den Anstandsunterricht von Loriot gespielt, also ich war der Herr Blümel, ich hatte quasi die Hauptrolle und ich habe leider vorhin gepennt, ich habe nicht nach der Jahreszahl geguckt, ich glaube es war 82 oder 83, also ich war höchstens 13 und leider gibt es keine Aufnahmen davon, ich habe später mal noch eine Molière-Komödie gespielt und noch Midsummer Night's Dream, wie heißt es auf Deutsch, Sommernachtsraum? Shakespeare. Genau. Okay. Und davon gibt es Tonaufnahmen auf Kassette, ist halt total interessant, sich selbst 30 oder 40 Jahre später zu sagen, holy shit, um Gottes Willen. Vom Blümel, also Herr Blümel habe ich gespielt, gab es leider keine Aufnahmen, aber auch schwierig, dass ich das jetzt sage, aber das wurde gefeiert. Also da stand sogar im Reutlinger Generalanzeiger über die Schulaufführung. Dass hast du in dem Alter schon über diese Sketche lachen können? Nee, eben nicht. Das ist das Lustige. Also das ist super, dass du das fragst, weil das war mir schon damals klar. Ich habe zwar auch den Loriot auf diesem Sofa ganz viel im SDR gesehen, aber ich habe nicht alles kapiert, dass ich nicht den Humor von all diesen Dingen verstanden. Ja. Beim Blüm, also beim Anstandsunterricht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber da geht es um einen Herrn Blümel. Ich weiß auch noch witzigerweise ganz viel aus dem Text. Ich habe das Buch noch von unserem Theater-AG-Lehrer. Ich habe es leider auch nicht gefunden, also völliges Versagen heute. Aber da kommt ein Herr Blümel, der ist Mitte 50 und wie ist er gekleidet? Nicht standesgemäß, aber edel gekleidet. Jetzt finde ich übrigens lustig, dass ich jetzt Mitte 50 bin und nicht edel gekleidet. Und da beim Herr Blümel, der Anstandsunterricht nimmt, fand man natürlich als Junger lustig und auch das junge Schulpublikum, dass der Herr Blümel am Schluss immer besoffener wird. Also das ist ja der Joke, dass das völlig aus dem Ruder läuft. Und dann und das fanden natürlich alle lustig. Aber das wahrhaft Bizarre an dieser ganzen Nummer habe ich als 13-Jähriger nicht verstanden. Es gibt ja Leute, die können bis heute Sketche auswendig von Loriot. Ja. Kannst du das auch? Nee. Das ist lustig, das habe ich verloren. Also ich kann von meinem geliebten Kollegen Uli Keuler bis heute Sketche auswendig. Viele Schwäbinnen und Schwaben von Loriot. Mann durch den Wald oder so. Ja, genau. Nee, so, ja. Wir haben ja schon immer ein Kind von dir gewünscht oder wenigstens ein Videogerät. Ja, das ist einfach gut, aber das ist Uli Keuler und nicht ich. Mit dem gehe ich nächste Woche essen. Das ist übrigens eine große Ehre für mich. Also das ist jetzt nicht zum Angeben, weil der Uli und ich, wir haben uns halt viel später kennengelernt und ich halte den ja als, der hat mich unterbewusst inspiriert. Ich habe jetzt als Dodo keinen Uli Keuler nachgemacht, aber das ist völlig klar, dass der Uli Keuler spricht. Anita, entschuldige, aber du schwätzt einen Scheiß raus. Das ist bei mir auch hängen geblieben. Und später haben wir uns kennengelernt und der kam auf mich zu und sagt, du bist ja Dominik Kuhn. Und ich sage, ja, das ist super, was du machst. Und das war für mich einer der größten Ritterschläge. Ja, super. Aber ich kann mich an keinen Loriot-Sketch erinnern, um deine Frage zu beantworten. Aber kannst du dir heute erklären, was den Reiz von dem Loriot-Humor ausmacht? Der ist ja nicht Schenkelklopfen. Also nee. Das ist ja nicht irgendwie jetzt Fasenacht aus Mainz, sondern das ist ja schon irgendwie auch ein feinsinniger, ich will fast mal sagen, es ist ein bildungsbürgerlicher Humor, oder? Ja, ich halte es aus heutiger Sicht für ein sehr gutes Zeichen, dass der Humor funktioniert hat und ich frage mich, ob der heute nochmal so funktionieren würde. Also jetzt nicht, weil er überaltert ist, vielleicht würde man heute die Gags anders schreiben, aber das Setting und diese gesellschaftliche Kritik, die da auch drin steckt, ob die heute so funktionieren wird, weiß ich gar nicht und ich finde es gut, dass sie damals funktioniert hat. Also die Leute in den Ende 70er, Anfang 80ern, da scheint es genügend gegeben zu haben, die das verstehen, was er eigentlich will. Super. Also es war schon ein spezieller Humor, aber offenbar hat es ja auch ein breites Publikum erreicht. Ich glaube, die haben eine gute Kombi gemacht. Ist jetzt ein bisschen harter Vergleich, aber das ist so ähnlich wie bei den Filmen von Pixar. Pixar-Filme gefallen immer Kids und Erwachsenen, weil da zwei Levels drin sind. Pixar, die Kids finden bei Finding Nemo, die Fischle sind so lustig, aber da ist ja total erwachsener Humor drin. Deswegen finden es beide gut. Garfield funktioniert auch so, der Comicstrip. Ich habe mich immer gefragt, was finden denn Kids an Garfield? Die finden halt die Katz lustig.
aber die Jokes sind eigentlich für Erwachsene. Mhm. Und bei Loriot war es so, auch, also mit der Evelyn Hammann, die man ja auch dringend erwähnen muss, also das war ja der Wahnsinn, wie die zwei miteinander agiert haben. Das fand man schon an sich lustig, auch wenn man jetzt mit diesem Bürgertumshumor nicht so viel anfangen konnte. Aber er hat ja immer sehr scharf beobachtet eigentlich auch, ja, ne? Ja. Und hat auch letztlich auch ein Stück weit die Wirklichkeit abgebildet. Ja, ja, voll. Kann man das so sagen? Auf gruselige Art und Weise. Deswegen ist es ja auch so interessant, warum es funktioniert hat. Das finde ich ja, also jetzt nur mal, da ich nicht angetreten bin, mit dem Ding Comedian zu werden, habe mich immer ein bisschen gewundert, das passt ja auch beim Loriot. Also jetzt komme ich wieder auf den Uli Keuler. Ich bin eigentlich Tontechniker im richtigen Leben und ich habe mal vor vielen Jahren den Uli Keuler in Rotterburg in der Festhalle gemischt. Also ich saß am Mischpult und habe da den Regler bedient. Und um mich rum, das weiß ich noch wie heute, es war ein einschneidendes Erlebnis, saßen also 500 Menschen und haben sich totgelacht. Und ich dachte, wieso lacht ihr, der schwätzt von euch? Ja, das ist ja bei jeder Comedy so. Egal, welche Sparte sie bedient, aber das ist ja immer so. Und dann habe ich mir damals wirklich überlegt, lacht ihr, weil ihr denkt, weil ihr so cool seid und sagt, ja, okay, alles klar, wir sind halt auch hohl. Oder lacht ihr, weil jeder von euch eine kognitive Dissonanz hat und sagt, ich bin nicht, der schwätzt von der andere. Ich habe den Verdacht, dass es eher das Zweite ist. Also nicht 100%, ich will auch die Leute jetzt nicht alle bashen, aber das merke ich bei meiner eigenen Comedy. Das ist immer noch eine Teilung und ich kann es nicht in Prozent sagen. Ich habe den Eindruck, ich mache es jetzt natürlich trotzdem, 20% der Leute verstehen eigentlich die Glosse gar nicht richtig. Also das merke ich in der Autogrammschlange. Ich komme nach jeder Show zum Autogramm geben und stehen halt Leute in der Schlange. Die sagen, ich fände es super, was sie machen, weil mir regen die Fahrräder im Hausgang auch im Auge. Ja, und da, viele lachen jetzt, aber es gibt einfach Leute, die lachen dann nicht, weil, ja, ist doch so. Das ist aber trotzdem schön, dass sie es lustig finden. Ja. Aber also, interessant. Also Beobachtungsgabe gehört schon auch zu deinem Job dann, als Comedian, oder? Also jetzt ist wahrscheinlich so. Ja. Also das habe ich auch erst viel später kapiert. Also ich habe ja eine Live-Show jetzt erst seit 2013, 2014. Also ich habe jetzt bald 10-jähriges Bühnenjubiläum. Und davor habe ich mir dann nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wie das funktioniert. Aber natürlich habe ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, der Dodokai ist was, also jetzt machst du mal regelmäßig was auf YouTube, habe ich natürlich bewusst Themen gesucht. Und bei mir sieht es so aus, also ich stehe im Supermarkt und dann höre ich da eine Frau mit ihrem Mann, was weiß ich, über Olivenschwätzer oder so. Das schreibe ich mir dann mit dem iPhone und tippe das heimlich mit, weil das einfach interessant ist. Jetzt habe ich da das Lipgloss aus Rausdomis am Flughafen. Das ist einfach ein schöner Satz. Wenn Sophia Loren den sagt oder Beyoncé, ist der ja doppelt lustig. Ich meine, das ist halt mein Prinzip. Aber du hast auch immer wieder wörtliche Zitate von deinen Nachbarn oder Leuten aus deiner Straße irgendwie. Ja, genommen, ich habe vorhin geplappert. Ja, es gibt einen Film, das erzähle ich auch gern. Ich habe mal einen Film im Dalai Lama gemacht, vor vielen Jahren auch fürs SWR-Fernsehen. Und da beschwert sich der Dalai Lama über seinen Nachbar. Also. Was, hat er doch einen Säckel und so, also mein Nachbar ist ein riesen Säckel. Und er erzählt von einem Nachbar, der da alle möglichen technischen Geräte hat und unter der Hecke saugt und so und im Winter Schnee schippt. Also so, und das war tatsächlich mein Nachbar. Also wenn ihr mal den Dalai Lama Film jemals anguckt, dann habt ihr jetzt die Info, das ist alles wahr, was der sagt. Bisschen dir, übersteigert aber. Also neben der Beobachtung ist bei dir auch ein Prinzip der Wiederholung. Also weil halt bestimmte Motive kommen halt immer wieder, das Fahrrad im Hausgang. Ja. Halt, wir müssen den gelben Sack rausstellen und der Amerikaner braucht viel Zucker. Ja, das ist aber auch, guck mal, das ist so lustig. Also ich habe so viel gelernt, ich finde es ganz toll. Ich hätte auch mal, es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt The Comedy Bible von Judy Carter. Ich hätte es mal vorher lesen sollen. Also ich empfehle heute jeder Comedian und jedem Comedian, lies mal The Comedy Bible. Ich glaube, es gibt es bis heute nicht auf Deutsch. Ich habe das alles so in Learning by Doing gelernt. Ich habe meine Filme angeguckt. Ach, das findet sie witzig. Da haben wir fürs SWR-Fernsehen viel produziert, auch seriell für die Landesschau. Und da war zum Beispiel ein Gag drin im SV 49, also der Bundestag, der Fritz Kuhn, ja, der damals noch im Bundestag war, der hat die Angewohnheit, wenn er energisch redet, so zu machen. Ja, wir brauchen die Schuldenbremse. Und ich habe halt draus gemacht, wir brauchen dann rechter Orgelspieler, da haben wir im Verein. Und das ist bis heute nicht tot zu kriegen. Also ich habe ein T-Shirt Orgelspieler und das ist das drittmeistverkaufte T-Shirt. Und das ist tatsächlich so. Das habe ich alles erst gelernt, also dass auch die Wiederholung von Punches, jetzt auch bei einer Radio-Comedy, wenn du eine tägliche Radio-Comedy machst, das ist schon toll, wenn da jeden Tag eine Figur sagt, ich hau sie Arschgaret, Kind. Das darf man nicht weglassen. Was macht der Reiz der Wiederholung aus? Weil man es einfach, weil man es kennt, weil man es schon mal gehört hat. Das habe ich nie analysiert, Christoph, habe ich nie analysiert. Aber es ist wirklich so, wenn du davon weggehst, dann bröselt es sofort.
Hast du dich jemals damit beschäftigt, also auch theoretisch? Moment, also, darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ja. Ich möchte es aber einschränken. Also sagen wir mal, wir brauchen einen Orgelspieler. Also das in jeder YouTube-Folge SV49 einzubauen, hätte ich dann irgendwann langweilig gefunden, habe ich auch nicht gemacht. Aber jetzt bei einer Radio-Comedy, da ist das total in Ordnung. Da brauchst du einfach so wiedererkennbar. Ja. Es sind drei oder vier so Punches, wie wir Profis da sagen, die kommen in jener Folge vor. Wenn du jetzt sagst, du hast die Comedy Bible gelesen, hast du dich dann auch wirklich theoretisch mit dem Phänomen Humor beschäftigt? Alles erst später. Also die Comedy Bible habe ich schon gelesen, als ich schon auf der Bühne war. Ich dachte, jetzt liest es auch mal und fand es interessant, dass da ganz viele Sachen drin standen, die ich so auch erfahren habe. Also zum Beispiel auch, dass du als Comedian einfach auch vor Publikum, du musst ein paar Mal auf die Schnauze fliegen. Das will niemand. Niemand, also alle möchten raus und sofort die perfekte Show haben, aber dann lernst du nichts dazu. Und es ist nicht schön, auf die Schnauze zu fliegen, aber das ist mir natürlich auch passiert, also auch vor riesigen Menschenmengen schon, dass ich hinterher sagen müsste, na, da hätte ich vorher nochmal üben müssen. Aber das war zum Beispiel ein gutes Ding aus dieser Comedy-Bible. Aber gibt es Mechanismen, wo du sagst, das funktioniert immer? Also, sehr akademisch. Humor funktioniert ja generell so, du baust eine Erwartung, alles erst hinterher gelernt. Ja. Also ich habe mich nie vor, ich habe das nicht nach Schema XF gemacht, sondern ich habe halt mal gemacht und hinterher habe ich kapiert, das machst du, glaube ich, ganz richtig. Du baust im Humor eine Erwartung auf und dann brichst du sie. Oder du machst das linear, horizontal die ganze Zeit, also immer eine Fallhöhe aufzubauen. Und bei meinen Sachen, das habe ich ja erst Jahre später kapiert, sind wohl zwei Fallhöhen drin. Also Fallhöhe 1 ist, der Darth Vader, der Bösewicht aus Star Wars, den wir alle kennen seit 30 Jahren, der schwätzt auf einmal Schwäbisch. Das ist auch eine Verletzung der Sehgewohnheiten, ist auch ein Begriff, der da eine Rolle spielt. Und bei mir ist noch eine zweite Fallhöhe drin, der schwätzt halt auch noch einen Scheiß. Also er schwätzt ja bloß Schwäbisch und er schwätzt halt, du bist ein Säcki. Und das bringt einen zum Lachen. Oder der Obama, der große Staatsmann, der A, Schwäbisch redet, hey, was ist das? Und jetzt schwätzt er über Fahrräder im Hausgang. Das ist zwei Fallhöhen. Gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, darüber kann ich lachen? Und, oder hast du ein Schema, wo du sagst, ja, das Ach so, darüber, meinst du bei meinen Sachen oder generell? Also immer, wo du auch, wenn du was siehst, worüber lachst du? Oder sagst du alles? Ich lache. Bist ein Alleslacher? Nee, das könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht so genau beantworten, weil ich mir jetzt keine Gedanken gemacht habe, aber ich kann natürlich ganz unglaublich gut über Sachen lachen. Und bei mir ist es oft die Haltung von jemandem. Wenn man jetzt speziell Comedians nimmt, ich gucke, soll aber jetzt nicht kein Desinteresse an deutschen Kolleginnen und Kollegen sein, ich gucke fast nur englischsprachige Comedians, interessiert mich irgendwie, ich habe zu dieser Sprache eine Affinität. Da gibt es ein paar, die finde ich halt todwitzig und zwar, finde ich total interessant, die sind oft gar nicht so pointenreich, also es ist gar nicht so mechanisch konstruiert, Pointe, Pointe, Pointe. Die Art, wie die Beobachtung, die wir Comedians alle machen, wie sie die erzählen, ist zum Schreien komisch, deswegen sind sie auch erfolgreich. Also zum Beispiel, ich kann über bestimmte Comedians kann ich nicht lachen, obwohl sie, also Mario Barth zum Beispiel, ist ein Comedian, über den kann ich nicht lachen. Gibt ganz viele, die es nicht können. Ich frage mich, wieso füllt der in Berlin das Olympiastadion? Das kann man jetzt analysieren. Also es gibt, jetzt fange ich natürlich doch ein bisschen das Bashen von deutschem Humor an, weil es gibt natürlich auch guten deutschen Humor, aber bei den Deutschen ist immer ein Problem auch im Film. Ich versuche mal ein Beispiel zu machen, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir das Bild nicht haben und ich weiß auch nicht, wie ich es gut erzähle, aber in Die nackte Kanone, also diese amerikanischen Filme mit diesem dümmlichen Polizeiingenieur, der es nicht blickt, da gibt es eine Szene, will er in die Oscar-Verleihung rein und dann sagt er zu dem Türsteher, mein Name ist Frank Drebin, ich muss zur Oscar-Verleihung und der Türsteher sagt, ja und ich bin Robert De Niro. Und der andere antwortet sofort, Mr. De Niro, ich muss da rein. Das ist lustig. Im deutschen Film gab es so etwas Ähnliches. Ich muss bei Ihnen in das Schloss rein. Ja, und ich bin der Kaiser von China. Herr Kaiser! Das ist cheesy. Der richtige Humor ist, Mr. De Niro, I have to get in there. Okay. Dieses Trockene, dieses... Und das ist auch das, was ich an diesen amerikanischen Comedians und Comedians auch, das ist genau das Gleiche, da gibt es auch Mario Barte, die ich auch nicht lustig finde. Ja. Ich finde da viele, die eine Art zu reden haben, die denken, ja genau. Und ungefragt gleich dazu, das ist auch immer ein gutes Rezept in der Comedy ist, wenn die Leute denken, ja genau, genau, genau. Wenn die was wiedererkennen. Ja. Es gibt im SWR eine Podcast-Reihe, eine neue, die heißt Nicht witzig. Aha. Da spricht ein autistischer, renommierter, preisgekrönter Journalist, aber der ist Autist, das sagt es auch selber, und spricht mit Comedians. Manuel Stark heißt er.
Und er erklärt auch, er als Autist hat er keinerlei Antennen für Ironie und Sarkasmus. Ach, großartig. Habe ich noch nicht gehört, muss ich mal anhören. Und der versteht den Humor nicht. Da sitzen also wirklich Comedians und machen ihre Jokes, so wie du ja auch. Und Manuel Stark lacht nicht. Die zerschellen an dem. Aber er versucht zu verstehen, warum es... Ach, fantastisch. Wie heißt das? Ist nicht lustig. Nicht witzig. Nicht witzig, er muss mal hören. Ja, ja, finde ich sehr Kannst lustig. Du das nachvollziehen, dass jemand keinen Sens für Humor hat? Nee, also das ist natürlich ganz schwer. Ich glaube, sowas kann man intellektuell nachvollziehen, aber nicht emotional. Also das ist so... Ich kann wie du auch verstehen, analytisch, dass ich manche Comedy nicht lustig finde. Ich will jetzt auch wieder nichts gegen Kollegen. Ich finde Mario Barth ja auch nicht lustig. Das geht aber übrigens ganz vielen so. Es gibt auf YouTube einen ganz lange Analyse, warum Mario Barth nicht lustig ist. Also es scheint ein Ding zu sein, aber es macht nichts. Der spielt in der Commerzbank Arena vor 50.000 Leuten. Ja, aber erstaunlich. Ich kann immer, also ich, wenn mir mal jemand einen schlechten Witz erzählt oder einen schlechten Joke, dann kann ich schon so, ja, okay, ich verstehe, das ist okay, aber ich finde ihn halt nicht lustig. Aber ihn gar nicht kapieren, das ist natürlich, also dann kapierst du halt auch nicht. Ja. Aus Spaß kann ja manchmal ernst werden. Du hast mal einen Film Synchro gemacht mit Indern, die so Schubkarren rumgeschoben haben. Das waren so, die damit arbeiten, leben. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was du alles für Gags reingemacht hast. Und du hast in der schwäbischen Übersetzung das als Veräppelung gemacht, und zwar für die Tuning-Szene. Das war dann so der Tuning-Club Hasenweiler. Ja. Und den gibt es inzwischen tatsächlich. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist auch so ein Ritterschlag. Das ist einer von den dritten, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kommt er im Gespräch, aber Uli Keuler, und dass den Tuning Club Hasenweiler richtig gibt. Also ich habe damals auch fürs SWR-Fernsehen, also immer sehr viel, gerne viel gemacht, eine Serie namens Schwaben Menschen Abenteuer gemacht, basierend auf Länder Menschen Abenteuer. Da gab es eine Doku über Schubkarrenbooten im Jemen. Das waren junge Männer, die mit grünen Schubkarren auf Märkten rumfahren und Mehlsäcke gegen Geld transportieren. Ich habe das halt zusammengeschnitten und umsynchronisiert. Und ich suche, jetzt kommt ja wieder die Fallhöhe. Bei mir haben die halt drüber geredet, dass die ihre Schubkarre tunet. Hey, hast du auch die 2009er Modellpflege? Hey, geil, was hast du für Felge drauf? Und was hast du für einen Duftbaum drin und so? Und ich habe einfach Hasenweiler, das Dorf Hasenweiler genommen, weil random. Also auf der Landkarte, was hast du eigentlich noch nie genommen? Hasenweiler, das ist cool, das nimmst. Nichts dabei überlegt. Jetzt spulen wir 13 Jahre vor. Es gibt mittlerweile 3 Folgen vom Tuning Club Hasenweiler, weil der einfach sehr beliebt war. Der wird oft zitiert, also mich sprechen Fans an und reden in Hasenweiler-Zitat. Jetzt hat mich vor einem halben Jahr der Musikverein Hasenweiler angeschrieben, ja, sie würden gerne Schubkarren-Tuning-Challenge machen, ob sie das Logo verwenden können. Ich sagte, ja klar. Und dann nochmal 4 Wochen später gab es einen Tuning Club Hasenweiler. Jetzt gab es in Hasenweiler auf dem Dorf das erste Hasenweiler-Tuning-Treffen. Und da waren 18 Teams mit getunten Schubkarren da. Mit Agria-Motore dran und Mädels, super, also Mädels haben, das war wirklich lustig, da haben ein paar Mädels haben eine pinkfarbene Schubkarre mit einem Einhorn drauf gemacht, also auch das Klischee, fantastisch. Und die haben dann einen Parcours aufgebaut, wie bei Spiel ohne Grenzen damals, und dann mussten die da mit dem Schubkarren durch den Dreck robben und so. Das ist fantastisch. Und ich stand da und dachte, das kann alles gar nicht wahr sein. Und du hast die Prämierung gemacht. Oder? Also ich hatte keine Zeit, aber... Also die ganze Zeit da zu bleiben, aber ich dachte, Alter, du musst da hin. Also das ist einfach, das ist für mich eine Ehre, und vielleicht freuen die sich, wenn ich komme. Und natürlich war es so, also dass so der Dodo Kai dann da war und so. Hat sich total gefreut. Ich war völlig platt. Wo liegt Hasenweiler? In der Nähe von Ravensburg, also zwischen Ravensburg und Bad Saulgau grob. Das gehört eigentlich zu einer Gemeinde. Ist das falsch, oder? Bis jetzt, wenn sie lacht. Ach so. Sie kennen es. Also das gehört eigentlich zu der Gemeinde Horgenzell, heißt die, und Hasenweiler ist ein Teil. Und das ist wie in alle Dörfer, ja, wir sind nicht Horgenzell, wir sind Hasenweiler. Und es ist wirklich winzig klein, aber das ist super. Dann hat eine Frau zu mir gesagt, das fände ich super, dass sie da sind und so. Wisst ihr, das ist immer so, also Hasenweiler hat nie einer gekannt, wenn mir jetzt irgendwie, wenn gefragt wird, wo sind sie her? Ja, aus Hasenweiler. Ach so, das ist das mit dem Tuning-Club. Das ist nicht fantastisch. Also ich meine, das kannst du nicht kaufen, sowas. Ja. Große Ehre. Das ist so wie mit den dicken Kindern von Landau. Ja, ja, genau, Harald Landau. Schmidt damals, wie ich durch die KK gezogen bin, haben wir auch drunter geredet, ich bin in Landau zur Schule gegangen. Deswegen. Ja, das stimmt, aber tatsächlich. So. Das ist witzig, wie solche Sachen dann sich auf der Landkarte erscheinen. Da auf der Landkarte ist irgendwo Horgenzell drauf, guck doch mal. Ja. Echt, ja. Also, so, und da gehört Hasenweiler dazu. Übrigens, also ich meine, jetzt sehen wir das nicht, aber
Das ist auch interessant, weil diese Schubkarrenboten im Jemen, die da rumlaufen, das sind Jungs mit dem Turban und die verdienen Geld, um sich einen Dolch zu kaufen, was du als junger Mann brauchst. Ich glaube, ich würde mir heute gar nicht mehr trauen, das zu machen. Also es sind auf ein paar Folgen Ländermenschen oder Schwabenmenschen Abenteuer, da haben schon Leute gesagt, das ist rassistisch und kulturelle Aneignung. Das mag auch jetzt nicht per se falsch sein, aber ich habe es trotzdem also mit den lustigsten Absichten gemacht und ich empfinde es mir selbst gar nicht als rassistisch. Und es gibt einen Film, da geht es um einen Indianer, ein Indio im Ecuador. Da haben mir auch schon ein paar Mal Leute gesagt, das ist ja rassistisch. Aber der Indio in Ecuador hat das mal gesehen und hat mir mal geschrieben. Und geschrieben, er halt versteht kein Wort, aber findet es voll lustig. Nochmal zurück zu Loriot. Der, ja. Der hat jetzt hat Filme gedreht, auch Spielfilme, ja, auch tatsächlich. Wenn man sich aber genauer überlegt, hat er eigentlich, und da war ich echt baff, als ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, es waren eigentlich nur zwei. Es ja, war stimmt. Ödipussy und es war Papa Ante Portas. Die zwei, genau. Aber es wirkt eigentlich so, als ob der einen Riesenkanon an Filmen hinterlassen hat. Ne? Ja, das Gesamtövre verschwimmt, glaube ich, im Kopf so. Also die Menge an Sketchen, die es gab und TV-Produktionen zusammen mit den Filmen, da weiß man nicht mehr so richtig, dass es nur zwei Spielfilme waren. Du hast ja auch schon mal, ich meine, aber in den beiden Filmen steckt da so viel Arbeit drin, hat ja wahnsinnig lange gebraucht, um diese Filme zu drehen, ja, weil er halt sehr pedantisch immer wieder Szenen hat drehen lassen, damit wirklich bis aufs letzte Haar dann auch wirklich... Das verstehe ich voll. Ja. Wie arbeitest du auch so pedantisch? Wenn ich die Zeit habe, also das ist tatsächlich bei den Synchros jetzt ist es so, da arbeite ich schon ziemlich lang dran, das kommt aber immer aufs Originalmaterial an. Also so ein Obama oder so ein Bundestag braucht viel mehr Mühe als eine Spielfilmszene, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Spielfilmszene ist bereits inszeniert, da hat schon mal einer dran geschnitten und sich was überlegt. Während jetzt der Obama, der redet halt und hat ganz viel und Pausen und setzt ab, da brauchst du halt endlos, bis das synchronisiert ist. Aber man sagt mehr nach, also auch das, danke, danke, nehme ich als Lob, meine Synchros wären so, man wird es manchmal gar nicht blicken. Das liegt wahrscheinlich schon daran, dass ich sehr lange dran arbeite. Mhm. Aber ich mache gleich, Entschuldigung, wenn ich immer diese, der SV 49, falls ihr den mal anguckt, der Bundestag, der ist brutal rough. Also wenn man da genau hinguckt, der funktioniert nur im Gesamtgemälde, aber der ist jetzt nicht so rasend toll synchronisiert. Das geht einfach nicht. Es ist zu viel Material und du kriegst nie deinen Stoff so genau auf die Lippen drauf. Du hast ja nicht nur diese kleinen Clips gemacht, du hast ja auch mal einen anderthalbstündigen Film synchronisiert. Ja, ja. Das war ein Film, der hieß im Original Die tausend Augen des Dr. Mabuse. Du hast daraus gemacht Die tausend Glotzböbel von Dr. Mabuse. War das nochmal eine andere Art des Arbeitens, ganz anders. Anderthalb Stunden Film auf Schwäbisch zu synchronisieren, also so kleine Clips? Das ist was ganz anderes und es war auch, also ein Angstgegner nicht, aber das haben wir ewig vor uns hergeschoben. Also wenn ich uns sage, dann meine ich auch ein paar Produktionspartnerinnen und Partner. Mich haben schon ganz am Anfang, 2007, hat mich mal die Bavaria angefragt, dann nochmal eine Produktionsfirma, sollen wir denn nicht mit deinem Prinzip einen kompletten Spielfilm machen? Das gab es übrigens schon mal, das hat mal Woody Allen 1968 schon mal gemacht. Der hat übrigens, kleine Party-Anekdote, wusstet ihr übrigens, dass der sogenannte Fun-Dub, so heißt es, also die lustige Synchro, das hat Woody Allen erfunden 1968 und sonst keiner. Die haben einen japanischen Agenten-Thriller gekauft, haben ihn lustig nachsynchronisiert. Auf Englisch war? Ja, auf Englisch und der wurde dann auf Deutsch nachsynchronisiert, das ist ein bisschen der Joke weg, also, aber auf jeden Fall hieß es immer, mach doch und es ist einfach so, also ich habe sicher dann 8 Jahre lang wahrscheinlich 300 Filme angeguckt, nur mit dem Ziel, könnte man den synchronisieren und es ist endlos schwer, weil es ist natürlich ein Ding, 2 Minuten lang diese Gagdichte zu halten und dann auf einer Pointe zu landen oder 1,5 Stunden lang. Und es ist dann am Schluss der Mabuse-Film geworden aus 2 Gründen. Erstens mal, ich habe die Rechte gekriegt. Ich kriege natürlich nie die Rechte für einen James-Bond-Film. Wobei das übrigens auch Blödsinn wäre, weil da sind so viele Action-Szenen, wo keiner redet, what's the point? Und in dem Mabuse-Film haben sie die ganze Zeit geredet, also die ganze Zeit gelabert. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, muss ich leider sagen, das war Fritz Langs letzter Film, es war wirklich nicht sein bester Film, das hat man im Film auch angemerkt und ich finde, ohne jetzt mein eigenes Werk klein machen zu wollen, das hat man auch mal im Film angemerkt. Also ich hätte da noch ein paar Sachen gerne anders gemacht, aber wenn du nicht selbst drehst,
dann musst du das nehmen, was du hast. Ja, aber es gab ja auch Fälle, bei Fernsehserien zum Beispiel die zwei, ja, mit Roger Moore, ja, und Tony Curtis, Tony und Curtis, Rainer, genau. Brandt hat da eine Synchro gemacht. Genau, Rainer Brandt hat da eine Synchro gemacht und die war eigentlich witzig und erfolgreich, ja, eigentlich als absolut, das Original. Ja. Da, ne? Ja. Also bei mir ist es ja klar mit der Ansage, haha, das wird jetzt eine schwäbisch-lustige Synchro, und ich bin auch stolz auf den Film, weil ich habe den quasi allein gemacht innerhalb von 4 Monaten. Ich war am Schluss, habe ich gedacht, ich werde gaga. Aber ich habe es übrigens auch noch nicht aufgegeben. Also ich will eigentlich gerne nochmal einen schwäbischen Langfilm synchronisieren, aber ich mache es dann anders. Also es muss noch konsequenter ein Film sein, wo ich von vornherein sage, das funktioniert und es wird lustig. Bei Mabuse habe ich schon ehrlicherweise gesagt, ich weiß noch nicht, wo das rauskommt, aber jetzt machen wir es halt mal. Ist das dein Metier, oder würdest du auch sagen, nee, ich würde auch ganz gerne mal eine 90-minütige Komödie zum Beispiel machen, also Realfilm sozusagen, wo du alles in der Hand hast als Drehbuchautor, Regisseur? Also ich bin, hört es jetzt vielleicht auch blöd an, aber ich bin eigentlich Filmer, also mein Interesse an den Medien hat angefangen, als mir mein Daddy, ich glaube da war ich 8, eine Super-8-Kamera in die Hand gedrückt hat. Und mein erster Film war ein Playmobil-Stop-Motion-Trickfilm mit Super 8. Und dann bin ich irgendwie in die Musiknummer gekommen, bin ein Toningenieur geworden, war auf Tour und so, bin aber irgendwann im Jahrtausendwende wieder zurück zum Film, habe Werbung produziert und natürlich mit dem Ziel, jetzt ist ganz, ganz hart übertrieben, also wenn sie die in Hollywood wählen, dann gehst du auch noch. Und ich würde, also ich war auch so, es ist tatsächlich wegen der Comedy, es ist nicht schlimm, aber trotzdem ein Faktor, also wegen der Comedy ist meine Filmerei ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe jetzt 10 Jahre lang mich echt um den Dodokai gekümmert, Live-Tour, habe da deswegen weniger gefilmt, aber das wird jetzt wieder mehr. Weil, um deine Frage zu beantworten, ja, ich würde gerne in einen szenischen Film gehen, aber ich bin sehr entspannt, also das ist jetzt nicht so, aber wenn mir jemand will. Ja, also du hast ja eigentlich keinen lustigen Film gerade gedreht. Ja. Niner heißt der. Ich habe jetzt den Film noch nicht gesehen. Der ist auch noch nicht fertig übrigens. Noch nicht fertig. Trailer, ich habe einen Langtrailer gesehen. Ja, ja. Der ist ja wirklich nicht witzig. Nee. Kannst du A mal erzählen, um was es geht? B, das ist auch wieder ein Kurzfilm dann. Ne? Ja, also du hast ja auch gefragt, ob ich eine Komödie drehen würde. Ich würde schon eine Komödie drehen, aber das wäre keine Komödie. Ich stehe sehr auf Hollywood-Kino, das ist einfach so. Jetzt, das wird ja auf die Nase gerümpft, irgendwie, ja, wieso guckst du keine Arthouse-Filme? Ich gucke auch Arthouse-Filme, aber ich bin ein Freund von Kintop und ich würde gerne irgendwas drehen, was nicht nur eine Comedy ist, sondern eine Heist-Comedy, zum Beispiel Bankraub, aber mit Comedy-Elementen würde ich gut finden. Mein Kurzfilm ist ein Projekt, das erstens mal deswegen gibt, weil du als Regisseur, also wenn du jetzt nicht an der Filmakademie Ludwigsburg studierst und du willst in die Filmbranche, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also entweder du drehst ganz viele Musikvideos und dann plötzlich mit Megastars. Es gibt Beispiele, dass der Will Smith Videoregisseur plötzlich einen Spielfilm dreht. Oder du drehst einen Kurzfilm und reichst den auf Festivals ein, weil Festivals sind Orte, da sitzen Produzentinnen und Produzenten und sagen, okay, was ist das, ruf den mal an. Und der Kurzfilm, der heißt Niner, wie 9, die Amerikaner sagen im Funkalphabet nicht Nein, sondern Niner. Und da geht es um einen Soldaten, der sitzt in einem Bunker und macht da was sehr Monotones, das ist jetzt wurscht, das führt zu weit, und kann nicht raus, der kann nur in einem Bioschutzanzug raus, weil die Welt draußen von dem Virus verpestet ist. Und die Geschichte habe ich geschrieben 2011, wissend, das ist ein Film, den kannst du leisten, weil das ist ein Kammerspiel mit nur einem Typen, das drehe ich immer Bunker und irgendwo im Wald. Und das wird aber sehr hollywoodesk aussehen, weil das, die Bildwelt gibt es her und du kannst es aber leisten, also es ist bezahlbar. Dann hat es aber 9 Jahre gedauert, weil ich halt was anderes gemacht habe. Ich habe eine Mitarbeiterin, die Petra, die hat mir stark in den Hintern getreten, 2017 hat gesagt, du, wir drehen jetzt deinen Kurzfilm. Den hat niemand produziert, und ich selber produziert. Und dann habe ich ein Bunkerset gebaut, weil wir festgestellt haben, in einem echten Bunker drehen ist Schwachsinn. Dann war in meinem Büro eine Etage tiefer, war es frei, dann haben wir da ein halbes Jahr einen Bunker reingebaut, also eigentlich ich, nachts immer, nach Feierabend. Und warum ich es eigentlich erzähle ist, als der Bunker fertig war, war März 2020 und dann war Corona. Dann haben wir also einen Film über einen Soldaten gedreht, der nicht raus kann, weil draußen ein Virus ist und draußen war ein Virus. Und es war was vom Schrägsten, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und wir haben dann gedreht, wir wollten eigentlich 6 Wochen drehen, den Bunker wieder abreißen, haben dann 3 Monate gedreht, weil einfach Zeit da war. Und jetzt haben wir endlos viel Material, also doppelt so viel wie bei einem Tatort-Dreh. Und da werde ich jetzt einen 15-minütigen Kurzfilm draus zusammenschneiden. Und wann ist der fertig? Der wird jetzt tatsächlich, also ich sage, seit 3 Jahren liege ich nachts wach, weil der Film nicht fertig wird. Weil nochmal, er hat keine Deadline. Niemand sagt, es muss jetzt fertig werden. Der wird im Oktober deswegen fertig, weil
das SWR-Fernsehen wieder, finde ich schön, dass immer wieder ein Kontakt ist, hat gefragt, ob, also sie möchten ein Porträt über mich drehen, was ich toll fand. Ich habe auch der Redakteurin dann gesagt, das ist super, aber Sie müssen wissen, ich bin nicht nur Comedian, das mache ich nur nebenher, auch wenn es in der Zeitung nicht so aussieht. Ich bin Filmer und dann waren die so begeistert von diesem Niner-Kurzfilm, dass sie den als Aufhänger für das Porträt nehmen. Das heißt, der muss jetzt fertig werden, das ist mein Tritt in den Hintern. Aber, darf ich nur einen Satz sagen, weil du natürlich auch fragst, drehst du eine Comedy? Also ich habe jetzt festgestellt, der Trailer, der steht irgendwo auf Vimeo, den mache ich auch keine große Werbung dafür, den haben jetzt vielleicht 200 Leute gesehen und es ist egal, also manche Leute, so ich, egal wie oft ich sage, Leute, das ist ein ernster Film, der ist auf Englisch gedreht, der ist nichts schwäbisch, nichts lustig, der spielt in Amerika. Trotzdem höre ich am Feedback, also das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Es ist schon interessant, in was du reinkommst, ja. Und egal was du sagst, ich habe gedacht, der sagt jetzt was Schwäbisches. Ja, klar. Loriot war ein Multitalent. Du bist ja auch so ein bisschen ein Multitalent. Also Loriot hat Filme gedreht, hat Sketche geschrieben, hat gezeichnet. Ja, der hat auch die Trickfilme selber gezeichnet. Ja, die Trickfilme selber gezeichnet. Er war sehr theater-, musikaffin. Das war schon auch so ein Multitalent. Und du bist ja auch so ein bisschen Multitalent. Ich habe es ja vorhin gesagt, du warst Sprecher, Werber, Filmer, Comedian. Aber es wirkt so ein bisschen, als ob du da reingestolpert bist. Also so richtige Karriereplanung hast du nicht gemacht. Ne? Nee, ich hatte Glück, dass ich immer, also ich hatte erstmal sehr coole Eltern, die nie gesagt haben, du machst jetzt das und das. Die haben mir irgendwie immer vertraut. Und ich habe schon während der Schule angefangen, das war diese Zeit, als ich schon so in der Musik mehr war und gerade im Film Interesse verloren habe, kleine Beschallungstechnikfirma mit Freunden aufgebaut und dann war man auf Tour und dann hat man Tonstudio gemacht und Sprecher. Ich hatte wirklich nie einen Plan, sondern ich war immer selbstständig, war in meinem ganzen Leben noch keine Sekunde angestellt und habe immer das, was gerade kam und was mich interessiert hat, mich damit beschäftigt und habe es angeboten und dann hat es, wenn es funktioniert hat, dann auch nicht alles funktioniert, dann habe ich es weitergemacht. Deswegen habe ich jetzt heute, schön, wenn du sagst, ich wäre ein Talent, ich habe mich halt viel beschäftigt. Wenn mich Sachen interessieren, ziehe ich sie auch durch. Dann gucke ich mir wirklich, ziehe ich mir alles rein und mache es dann auch. Ja. Und habe heute halt ein Skillset, wie der Amerikaner sagt, also Talente nennst du es. Das hilft natürlich in der Medienbranche. Ich habe in der Medienbranche nahezu alles mal gemacht, wenn du so möchtest. Und das hilft dir natürlich, wenn du da was machst. Loriot war ja eigentlich kein großer Bühnenkünstler. Er hat da zwar auch so einen Abend gestaltet mal, ich glaube Wagners Ring an einem Abend heißt es, wo er so ein bisschen im Schweinsgalopp den Ring erklärt von Richard Wagner, ich glaube mit Musik zu spielen. Er hat auch mal so eine Dirigentenpersiflage auf der Bühne gemacht, aber er war eigentlich kein Bühnenkünstler, weil er hat sehr viel halt produziert, war da sehr pedantisch, hat die Trickfilme gemacht, die Filme gedreht. Ihn hat es wohl nicht so sehr auf die Bühne getrieben, aber dich treibt es auf die Bühne. Was treibt dich auf die Bühne? Das ist interessant. Ich glaube, in mir, wie sagt man, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Also ich weiß nicht, ob es mich auf die Bühne getrieben hat. Ich fand es immer okay, das auch zu machen. Also wenn man so, Theater AG, warum nicht? Wahrscheinlich ist da schon eine gewisse Getriebenheit dahinter, aber bei mir ist es zum Beispiel nicht so. Ich brauche die Bühne nicht, um zu überleben. Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die hatten in Corona so schlimme Schmerzen, weil sie nicht auf die Bühne konnten. Und das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich mache mal einfach was anderes. Und sollte der Dodokai mal irgendwann auf der Bühne nicht mehr ankommen, dann höre ich es einfach auf. Dann gehe ich in Würde und sage, danke, das war jetzt schön, ich gehe jetzt. Aber mir macht Spaß auf der Bühne. Nur ich habe immer die Spaltung, das wird nie im Leben los, das ist am Anfang angedeutet. Ich habe auch eine Band, so eine 80er-Jahre-Coverband und es ist immer so, ich habe die Band eigentlich gegründet, um sie zu mischen als Mischer, weil mich der Sound interessiert. Dann aus x Gründen bin ich dann als einer der drei Sänger auf der Bühne gelandet, jetzt bin ich halt der Chef von der Band, aber ich stehe wirklich auf der Bühne und mache eine Performance und denke, ich wäre gern unter am Mischpult. Und wenn ich am Mischpult sitze, denke ich, ich wäre jetzt eigentlich gern auf der Bühne. Da bist du eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, das ist immer alle. Und übrigens, schöne Klammer, die Schwäbisch-Synchros sind auch ein Zeugnis davon. Also diese, klar, später habe ich viel Obama und Tagesschau gemacht, aber dieses ursprüngliche Ding, Hollywood, Jurassic Park, Raumschiffe, Terroristen und so und Schwäbisch-Gelber Sack, das ist eine riesige Spaltung. Das erzählt ganz viel über mich, ohne dass ich es wusste.
Also kein bewusstes. Könnt ihr jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock einschieben, so, weiß nicht, so ein bisschen gegen Ende der Veranstaltung. Bist du wieder auf der Bühne irgendwann? Ich mache jetzt gerade Tourpause, um diesen berühmten Kurzfilm fertig zu machen, weil sonst wird es gar nichts mehr mit Hollywood. Ich gehe ab Dezember, habe ich eine neue Show, die heißt, wie haben wir sie genannt? Ich bin's selber. Weil der Titel von der Show eigentlich selber scheißegal ist. Mein Management hat mich gezwungen, Flyer mitzubringen, falls jemand welche mitnehmen möchte. Und ich bin ab Dezember wieder auf Tour. Und es wird, wir nennen es nicht Best of, also ich mache viele neue Sachen, aber ich werde aus 10 Jahren Show auch wieder ein paar Sachen machen, die übrigens am Anfang gar nicht so gut funktioniert haben, weil ich auch noch nicht so gut war und mein Publikum vielleicht auch noch anders war. Die jetzt aber, habe ich schon ausprobiert, völlig anders funktionieren. Also ab Dezember. Ich bin selber. Wir leben ja gerade in Zeiten, die nicht so arg witzig sind. Nee. Stichworte brauchen wir gar keine großen sagen. Ukraine, die Pandemie haben wir gerade hoffentlich hinter uns. Gibt es für dich trotzdem Anlässe zum Lachen oder sagst du, es gibt auch Zeiten, wo einem das Lachen vergeht? Also natürlich gibt es für mich persönlich im Leben Situationen, wo mir das Lachen vergeht. Ich finde aber als Comedian generell, das wird jetzt viele ein bisschen abtören, ich finde, man darf über alles Witze machen. Es geht nicht darum, also es kommt natürlich darauf an, wie man Witze macht. Also wenn ich jetzt Witze über Behinderte mache, um Behinderte klein zu machen, ist das natürlich absoluter Käse. Völlig klar, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Aber ich muss auch eine behinderte Person in den Witz einbeziehen können, wenn es nicht dazu dient, die Person klein zu machen. Jetzt können wir ein neues Thema anfangen. Also ich habe tatsächlich mal einen Witz mit einer behinderten Person gemacht. Ich habe die Person aber vorher gefragt und ich fand es selber unglaublich witzig. Und andere haben dann auch gesagt, ich komme doch hin, mach. Ja. Und keine sagt, ja, Satire darf alles. Ja, und ich finde es tatsächlich, es ist aber so, ich bin ein bisschen eine Pussy oder vielleicht schöner gesagt, ich bin schon ein bisschen Populist. Also ich bin deswegen kein guter Comedian, weil ich nicht gerne Leute verletze. Also wenn ich merke, das ist den Leuten jetzt zu viel, dann tut es mir immer ein bisschen, und das ist aber schlecht, du sollst dich eigentlich nicht bremsen. Und ich hatte zum Beispiel eine Nummer in der letzten Show, ich hatte tatsächlich mal eine Freundin, die hat in der US-Armee gearbeitet, aber im Büro, und ich saß da halt im Tarnanzug, das fand ich halt witzig. Und ich hatte da eine Nummer drüber und die war total witzig und dann ist Putin in die Ukraine einmarschiert und es war vollkommen unmöglich, diese Nummer zu machen. Also ich konnte es nicht, jemand anders hätte es vielleicht machen können. Ja gut, aber es gab auch in Kriegszeiten immer wieder Kabarett. Klar. Es gab die Dada-Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Also man hat immer wieder auch Bezug ja genommen auf die aktuelle Situation. Sag mal, es ist schon so, also es ist auch, bei mir hat sich in den letzten 10 Jahren natürlich einiges getan. Also ich habe angefangen auf YouTube mit diesen 24-Synchros und Bruce Willis und Star Wars und so. Da hatte ich ein verhältnismäßig junges, so gepierstes, tätowiertes Publikum. Also es ist jetzt vereinfacht klischeehaft. Dann kam ich zum SWR-Fernsehen und dann ist noch eine andere Zielgruppe dazugekommen. Klar, die ist ein bisschen älter. Und das ist überhaupt nicht einfach. Also zu mir sagen Leute immer, du hast ja so ein heterogenes Publikum, das ist ja super. Aber wenn da 1000 Leute sitzen und die sind so heterogen, ist ganz arg schwer, es allen recht zu machen. Und es war am Anfang ein großes Problem. Also deswegen sage ich auch, manche Jokes haben am Anfang nicht funktioniert. Und es sind im Laufe der Zeit auch Leute weggeblieben, weil sie mal, so Sachen macht der auf der Bühne, Hanoi, da komme ich nicht mehr. Jetzt habe ich immer noch keine Offensive-Show und es ist immer noch total nice und so, aber wegen mir könnte es noch eine Nummer frecher sein. Vielen Dank mal für die Einblicke in deine Humorwelt, in deinen Bezug zu Loriot. Vielen Dank für die Fragen, für dich wie immer sehr angenehm. Applaus mal für Dodokai, oder? Und einen für Christoph Mohr. Klatsche nochmal weiter. Und ich möchte Sie, weil wir so viel ernst jetzt geworden sind, zum Schluss möchte ich Sie mit einem heiteren Loriot-Zitat in diesen Donnerstagabend entlassen. Das Zitat lautet: Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurstelbürsten und Badezusatz. Ja, super. Also in diesem Sinne, schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Danke für Ihr Interesse. Vielen Dank. Viel Spaß. Tschüss.